gestern wieder spät. Kennst du den Text nicht? Doch. Mein Gott, das war gestern wieder spät. Dabei ging ich zuerst nach Hause. Genau. Dabei ging ich zuerst nach Hause. Noch nicht mal 12 Aufstände ist noch gesund. Du bist es nicht, du kennst dein Lied ja gar nicht. Lass mich doch nur machen. Im Musical muss man eh noch singen, was gerade passiert. Ist ja gar nicht mal subtil. Mein Gott, das war gestern wieder spät. Dabei ging ich zuerst nach Haus. Noch nicht mal 12, aufstehen ist ungesund. Ich halte das grelle Licht nicht aus. Oh Gott, wer hat dieses Chaos auf? Kaum, dass man noch was finden kann. Noch nicht mal 12, aufstehen ist ungesund. Ich halt das grelle Licht nicht aus, denn da mein Mann ein Künstler ist, muss ich ihn inspirieren. Und wenn es draußen dunkel wird, muss ich mich wieder amüsieren. Irgendwo wird immer getanzt, das wäre doch zu schade, einen Spaß. Ich hab mich nie nach vorn gedrängt. Ich wollte nie ins Rampenlicht. Denn das Lernen und Üben, das hat mich zu sehr angestrengt. Und Anstrengung bekommt mir nicht. Meine Mutter meinte, ich lande mal im Armenhaus. Drauf sagte ich hier, das ist mir egal. Vater prophezeite, meine Zukunft sehe dunkel aus. Ich sagte, die Zukunft kann mich mal. Meine Schwester behauptet, ich sei wie sie, ungewöhnlich begabt und gescheit. Ich könnte auf Opernbühnen im Beifall stehen, doch dazu fehlt mir leider die Zeit. Denn irgendwo wird immer getanzt und es wäre doch zu dumm, auf ein Glück zu verzichten. Ich lebe gerne, schwebe gerne, lebe gerne Geschichten mit Champagner im Blut und einer Rose aus Papier. Und sollte mein Mann, was Gott verhüten mag, eines Tages nicht mehr sein, dann traure ich um ihn auf meine Art. Glaub bloß nicht, dass ich am Grab stehe und wein, denn irgendwo wird immer getanzt und es wäre doch zu schade, meinen Spaß zu versäumen. Ich lebe gern, ich gebe gern, ich schwimme gern auf Träumen mit Champagner im Blut und einer Rose aus Papier im Haar. Es wäre doch zu schade, meinen Spaß zu versäumen. Mozart, aber vielleicht ist das Musical ja doch nicht so.